jagen jetzt nach der Pause auch weiter. Erstmal mit Promoten. Promoten ist, Promoten ist toll. Profi-Sunny. Soldat befördern. Was kann er denn? Deckungsfeuer. Das ist unser Profi-Sunny. Feuerschutzschüsse können nun bei jeder feindlichen Aktion ausgelöst werden, nicht nur bei Bewegung. Also auch wenn die Gegner schießen, kann ich zurückschießen. Hilfsprotokoll gewährt dem Ziel jetzt ein Deckungsfeuer, Feuerschutz, was? Deckungs... Was? Boah, was sind das für Wörter? Hilfsprotokoll gewährt dem Ziel jetzt ein Deckungsfeuer, Feuerschutz, Schuss. Ich würde noch längere Wörter nehmen und die alle koppeln. Den ganzen Satz am besten. Deckungsfeuer, Feuerschutz, Schutz, Schuss. Wir nehmen das Deckungsfeuer. Den anderen verstehe ich nicht, da waren mir zu viele Kopplungswörter drin. Genau, Chris. Ja, wie gesagt, werde ich schauen. Soll uns jetzt mal nicht weiter belasten im Moment. Der Grenadier. Explosive Mischung. Deine Granaten verfügen über einen um ein Feld größeres Sprengradius und richten zwei zusätzlichen Schaden an. Klingt gut. Schieße mit einem um 15 verminderter Zielsicherheit. Wenn du das Ziel triffst, schießt du automatisch nochmal drauf. Was war denn das andere? Boah, es ist beides gut. Bei dem Fragezeichen erfahre ich mehr über die Skills. Ach so, tatsächlich. Dankeschön für den Hinweis. Kettenschuss benötigt zwei Munitionspunkte und hat eine Abklingzeit von 3 Runden. Kettenschuss kann vernichtend für Feinde ohne Deckung sein. Ja, schon klar. Aber ich glaube, wir nehmen als erstes mal wobei die Frage ist, jetzt mal so von der Logik. Wir nehmen mal an, wir haben ja Holo-Ziel mit ihm. Wir schießen das erste Mal drauf. Mit dem Schuss. Mit Kettenschuss. Dadurch kriege ich ja eigentlich für den nächsten Schuss Holo-Zielen. Klar, wäre plus minus null. Weil er ja 15 weniger Treffergenauigkeit hat. Wisst ihr, ob das geht? Hat das schon mal einer getestet? Also, dass ich drauf schieße mit dem Schuss, kriege ich dann Holo-Ziel? Das wäre natürlich interessant. Ja, deswegen die Frage, weil er ja Holo-Zielen hat. Das ist halt die Frage. Zielgerichte, kanonenspezifische Fähigkeiten wie Unterstützungsfeuer gewähren Holo-Zielen. Gegen mehrere Ziele. Ja, also es müsste gehen. Also der Kettenschuss ist ja auf ein Ziel. Also das müsste gehen. Weil Unterstützungsfeuer zählt auch. Dann ist der Kettenschuss das ja auch. Das heißt, beim ersten Mal hätte ich eine minus 15%ige Chance und ich würde Holo-Zielen drauf machen. Das Holo-Zielen trifft ja, egal ob ich treffe oder nicht treffe. Dann kriegt der andere Grenadier, kriegt dann die explosive Mischung. Der kriegt dann den Kettenschuss. Kettenschuss. Aktiv. Dann haben wir den ersten promoted. Dann kriegt unser Ranger. Kriegt den Schattenschritt, der jetzt auch funktioniert. Wir haben echt einen Ranger-Schwund. Und unser Scharfschütze kriegt den Distanzschuss.
So. Das heißt, wir brauchen Grenadiere und Ranger. Vom Rest haben wir eigentlich genug, wenn wir nochmal welche kriegen. Und wir haben einen Captain. Das heißt, wir können, wenn ich das richtig sehe, Truppgröße. Druck standhalten. Oh, der Druck muss abgebaut werden. Wie baue ich den ab? Ich weiß es nicht. Gewährt bei Feuerschutz und Reflexschüssen plus 10 Zielsicherheit und die Möglichkeit, kritische Treffer damit zu erzielen für den Spezialisten. Ziemlich geil. Ziemlich geil. Grenadier, mega Kracher. Sprengkörper können kritischen... Sehr geil. Alter, die sind alle gut. Aber wir brauchen erst die Truppgröße. Das ist Pflicht. Das ist Pflicht. Müssen wir sofort mitnehmen. Beim Rest gucken wir, ob wir was bauen können. Hier wird noch die Alien-Maschine gebaut. Wir haben einen hier drin. Hier werden die Trümmer entfernt. Das sieht alles gut aus. Hier wird geforscht. Hier können wir noch was bauen. Wir haben die Splitterkanone, die kann ich noch herstellen. Ja, würde ich sagen. Dann haben wir nämlich die auch. Dann haben wir alle Waffen. Machen wir. This is an automatic message from Twitch TV. We're having technical difficulties with the Kappa emote. Please type Kappa into your chat to make sure it works. Thank you for your cooperation. Alter Schwede, Ripchat, Möp Möp, toastermäßige Bombe und der besten Unterhaltung vom besten Moped hier auf SlashFM. Matze, Support Moped, Covers für Matze, haut sie in den Chat, danke dir Matze, für völlig übertriebene 1337, schon wieder, dankeschön, du Monster-Supporter, oh Mann. Mehr Kappas gehen nicht. Klemmen die Tastatur bei euch. Kappas, los! Oh Mann. Ich habe bemerkt, Matze, wie Tigen in einem der Gänge mit sich selbst gesprochen hat. Auch wenn Bradford ihn traut, lasse ich ihn nicht aus. Ey, Negierung, nicht jetzt. Was ist das? Okay. Komm da nicht an, Mann. Komm da einfach nicht an. Es ist so brutal, Mann. Wir müssen unbedingt was tun. Verflucht. So, Raum ansehen. Bauen können wir nichts, verstehe ich. Dann können wir aber die Alien-Trümmer wegräumen. So. Achso, das ist sogar angehalten. Warte, dann machen wir das doch andersrum. Setzen die erstmal hier ein. Weil das dauert nur noch 8 Tage. Obwohl, wie viele Legierungen haben wir? Wir haben genug Legierungen, kommen. Drauf geschissen. Wir haben genug Legierungen. Wir stellen jetzt den Kontakt her. Die Legierung holen wir uns gleich. Wir haben genug im Moment. Wir haben genug, wir müssen langsam den Kontakt herstellen.
Okay. Untersuche die Adventgeheimeinrichtung. Schließe den Adventgeheimeinrichtung Einsatz ab. Okay. Mehr Infos? Okay. Das brauchen wir nicht. Okay. Commander, wir haben den Kontakt zum lokalen Widerstand hergestellt und können die Alien-Geheimeinrichtung auf Ihren Befehl hin angreifen. Ich habe unsere neuesten Einsatzziele aktualisiert, Commander. So. Das heißt, ich kann jetzt die Geheimeinrichtung angreifen. Verstehe ich. Wir sind ja auch eigentlich gut to go. Wenn unsere Truppe fittig ist, ne? Weißt du, was ich sagen will? Im Moment ist nur Giganteninsel noch verwundet. Das ist nicht... Entschuldigung, Giganteninsel ist nicht schlimm. Weil du bist ja unser Ersatzsniper. Yosuka ist aber wieder fit. Das heißt, unsere beste Truppe ist einsatzbereit. Wir können die Mission machen. Ich speichere jetzt einmal. Weil ich keine Ahnung habe, wie die Mission ist. Und ich nenne das Ganze einfach mal neu. Vor Alien-Einsatz. Und wir gucken dann einfach mal in die Mission rein. Kontakt. First Contact. Übrigens der geilste Star Trek-Film. Star Trek The First Contact. Ziemlich geil. Ja, und dann machen wir das. Untersuche die Advent-Geheimeinrichtung. Diese abgelegene Alien-Einrichtung wird schwer bewacht. Wir müssen die Einrichtung für den Widerstand untersuchen und so schnell wie möglich Bericht erstatten. Belohnung 125 Vorräte. Kommt mir sehr gelegen. Für die Kohle. Wir haben 6 Mopeds. Wir haben die besten Rüstungen. Wir haben die besten Waffen, die wir kriegen können. Ich kann die Waffen nochmal modden. Na, machen wir. Machen wir. Ja, wir haben Scotsman. Der noch eine Splittergranate kriegt. Und hier haben wir die Splitterkanone. Oh Mann, der zweite Matze im Bunde. Gute Nacht euch allen im Chat. Viel Spaß noch bei und mit Slash FM. Gute Nacht, lieber Markus, und viel Erfolg mit dem glubschigen Glubschi-Aliens. Oh Mann, Matze. Die Matzes haben wieder zugeschlagen. Auch du. Komm gut ins Bett, mein Lieber. Dankeschön. Und macht Herzchen auch nochmal für den zweiten... Für den zweiten Matze. Ich wurde gerade von Pizzabrator überrascht, wo ich mich frage, hieß du früher mal Burgerbrator? Und bist jetzt Pizzabrator? Oder bist du eine andere Person? Weil tatsächlich aus WoW kenne ich noch den Burgerbrator. Das wäre ein interessanter Zufall. Es ist der Burgerbrater. Alter Lächler. Du Verrückter. Schön, dich wieder zu sehen. Mit Lächler habe ich halt WoW gespielt. Ist ewig her. Haben uns auch tatsächlich Real Life mal getroffen. Bei ihm auf der Arbeit. Wie geht's dir, mein Lieber? Haben wir ja schon ewig nicht mehr viel gehört. Bist du immer noch im gleichen Job? Oder mittlerweile woanders? Du bist Richtung Düsseldorf, glaube ich, nachher gewechselt. Kann das sein? Oh Mann, ey. Wie klein die Welt ist. Wie klein die Welt doch ist. Ja, Lächler war Shami. In World of Warcraft. Die Frage ist, kann ich hier... Könnte ich hier ein weiteres... Weiß das jemand? Kann ich ein zweites Medipack ausrüsten? Das wäre mal interessant zu wissen. Barkeeper. Er war Koch, jetzt ist er Barkeeper. Das hat ja gar nichts miteinander zu tun. Das hat ja gar nichts miteinander zu tun. Zwei Scharfschützen. Erstmal raus. Erstmal geht der raus. Barkeeper. Selbstständig oder angestellt? Ja gut, du glaubst, heißt nicht, du weißt. Aber wie bist du vom Burgerbrater zum Pizzabrator geworden? Oh Mann. Angestellt, okay. Ja, ich überlege noch.
Weiß das jemand mit den zwei Medipacks? Here comes the money. Here go. Money talks. Here comes the money. Alter Matze. Dollar, dollar. Scheiß Punkt, Komma Geraffel. Ich hab's extra in den Text geschrieben bei den Donations, Matze. Sag nicht, ich sei schuld, steht da. Du Übertreiber, du schamloser Übertreiber, Mann. Matze, dankeschön. Und heute sind die Kammers und Herzen tatsächlich wohl anscheinend rar gesät. Trotzdem von mir dein Herzen. Hast du noch von mir eins? Dankeschön. Oh Mann. Matze, komm gut ins Bett. Ich weiß es nicht. Ich baue noch mal ein Medipack. Kostet 35. Draufgeschissen. Dann wissen wir's. Nein. Geht nicht. Gut. Dann wissen wir das jetzt aber. Dann kriegt er... Das Imitationsgerät. Unser Sniper. Kriegt die Rauchgranate. Devi und Apollo sind okay. Der Profi-Sani hat, glaube ich, auch zwei Slots mittlerweile drin. In der Waffenverbesserung. Da kann ich nichts mehr machen. PKS habe ich keine. Also die droppen echt spärlich, die PKS. Unser Scotsman. Was haben wir denn gelootet? Fortschrittliches Laservisier. Hat er schon drauf. Und ich habe noch ein fortschrittliches Laservisier. Crit-Chance. Ja, okay. Dann kriegt es eventuell doch der... Es ist nur Crit. Es ist in Anführungsstrichen nur Crit. Es ist nicht die Hit-Chance. Oh, die Schwierigkeit ist schwer. Oh, scheiße. Beim Italiener? Oh Mann. Ja, da könnte ich halt noch irgendwas reinpacken, aber... Keine Granaten. Aber reinpacken kann ich was, ja. Ultima Vitrix. Komm gut ins Bett. Entschuldigung, jetzt habe ich den Namen gerade falsch ausgesprochen. Die Frage ist, wo soll der mit dem Crit rein? Und das war ja abhängig von, ach, der hat schon wieder das falsche Gewehr, weil das noch der, gute... Na, oh, da komme ich wieder nicht hin, Mann. Das haben sie so dumm gemacht. Ich muss den erstmal jetzt wieder hier die Waffe ausziehen. Ich kann das eventuell auch so machen. Dann kriegt Yosuka die. Waffenverbesserung. Weil das gibt Hit. Kein Crit, aber Hit. So, und wenn wir uns das jetzt nochmal von Scotsman angucken. Kritische Trefferchance um 10%. Und steigt mit abnehmender Distanz. Moment. Steigt mit abnehmender? Also das heißt, je weiter ich weg bin, desto mehr wär's. Es steigt mit abnehmender... Nee, also das heißt, wenn ich je näher ich dran bin, desto mehr Crit habe ich. Sonst würde es ja heißen, es steigt mit zunehmender Distanz. Also klar, je näher ich dran bin, es ist halt eigentlich für die Nahkämpfer. Ist für Ranger. Ja, genau. So wie es auch Ante und Dr. Planlos auch beschreiben, das ist richtig.
Gut, also es ist halt keine Sniperwaffe, sondern wirklich eine Ranger-Knifte. Das heißt, die Frage ist, wir müssen erstmal kurz überlegen, wen wir mitnehmen. Wir haben ja jetzt noch einen Slot frei. Den erstmal raus. So. Ja, pass auf. Ne, nicht auf den Holo zielen, Mann. Doch, der ist richtig, der ist richtig. Der ist richtig. Das sieht schon mal gut aus. So, das sieht doch schon mal gut aus. Das sieht doch schon mal gut aus. Das sieht doch schon mal gut aus. Wenn wir irgendwann nochmal eine zweite Imitationsgranate kaufen, kann ich im Moment nicht, weil wir die Gesichtslosen nicht haben, können wir die auch noch hinten drauf packen. Aber so sieht es, glaube ich, gut aus. Wir haben quasi die offensive Granaten sowie eine Defensive auf beiden. Und wir haben noch eine Menge Granaten auf den anderen. Das ist schon mal gut. Und jetzt ist die Frage, wen nehmen wir mit? Wir haben zwei Grenadiere, wir haben einen Specialist, einen Scharfschütze und einen Ranger. Die Frage ist, wen wollen wir mitnehmen? Ich wäre ja fast dazu zu sagen, wir nehmen noch einen Ranger mit. Oder wir nehmen einen Spezialist mit, den wir dann wirklich als Spezialisten ausbilden können. Und zwar als Hacker. Wäre, glaube ich, auch gar nicht falsch. Motte, sei gegrüßt. Und das wäre dann in der Reihenfolge, ist es egal, ob wir fucking Awesome nehmen. So, und das erste wäre das hier. Wobei die Frage ist, ob das sinnvoll ist, weil er jetzt ja auch gar nicht... Ja, komm, wir nehmen den einfach mal mit. Oder ein Ranger. Da bin ich noch ganz kurz unentschlossen. Also wir haben keinen... Der höchste wäre... mit den Symbolen nicht klar. Ich glaube, Privates sind die niedrigsten. Das heißt, der höchste wäre Kasala als Scharfschütze, der auf Mini-Scharfschütze geht. In einer schweren Mission möchte ich das nicht mitnehmen. Das heißt, wir haben... zwei Ranger... Hate Breed, fucking awesome. Dann kriegt der aber noch einen Helm. Ohne Helm. Alter Schwede. Profi-Hacker. So sehen die Profi-Hacker aus. Oh,
Oh Mann. Und er kann auch was mitnehmen. Frage ist was? Müsste noch was bauen? Ich müsste noch was bauen. Oder will ich mit zwei Rangern spielen? Weiß ich nicht. Ja, ich habe aber auch keine zwei Gedankenschilde. Kann ich mal was bauen? Rauchgranate. Lohnt sich nicht. Gut, ich würde sagen, wir sind good to go. Probieren wir es einfach mal so. Das einzubauen ist relativ sinnlos. Der hat's ja schon. Lieber aufheben für nochmal eine andere Waffe vom, vom Ranger. Das Einzige, was man halt sagen könnte... Wir nehmen das hier nochmal raus. Weil er weiter hinten steht, kriegt er das. So. Hab leider jetzt im Moment nichts, was dann halt Yosuka nehmen kann, aber dann kann er ihm nur eine Granate aus der Hose fallen. Das passt. Oder drei Grenadiere. Wäre natürlich auch ziemlich OP. Drei Grenadiere. So, ich speichere jetzt nochmal. Dann gucken wir. Haben wir ja lang genug jetzt rumgetrödelt. Speichern annehmen. Zurück zum Spiel. Und dann geht los. Ja. Gut. Houndman passt. Sunny passt. Das passt. Das passt. Das passt. Das passt. Starte Einsatz. Drückt mal die Daumen. Sky Ranger sind in Position für den Einsatz. Ich habe keine Ahnung, haben wir so eine Mission schon mal gespielt? Nee, ich glaube nicht, ne? Ich glaube... Unsere Widerstandskontakte vor Ort haben uns gezeigt, wie wir in die Advent-Geheimeinrichtung kommen. Die Aliens haben alles dafür getan, den Ort geheim zu halten. Wir nee, das war nicht, die Wismac, RX-200 und der Aromamizer. Wichtige Informationen oder Gegenstände beschaffen, evakuieren alle X-Com-Soldaten. Okay. Wie gesagt, wenn die Mission nicht klappen sollte, weil zu schwer, kann man sie nochmal mit drei Grenadieren probieren. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie die Mission läuft, weil die hatten wir noch nicht. Ja, geht halt. Monsterteil ist eigentlich kleiner als die, die Eye-Stick mit dem, Griffin. Die Geheimeinrichtung ist in ihrer unmittelbaren Nähe. Infiltrieren und untersuchen Sie das Gebiet. Rechnen Sie mit schweren die X-Typ ist auch größer. Neutralisieren Sie alle Feinde. Position verborgen. Das ist schön. So, untersuche die Einrichtung. Und die Einrichtung ist hier hinten. Und die Evac-Zone ist auch da weiter hinten. Also ein ganzes Stück. Wie gefällt dir der Aromamizer? Er ist okay, aber wie gesagt, ich finde, der Griffin schmeckt
besser, so wie die Sephyrus V2. Ich habe das schon mal mit Spike besprochen. Ich bin anscheinend eher der Typ von Luftzug nach unten. Von unten direkt auf die Coil nach oben. Hier kommt es ja seitlich auf die Coil. Genau wie beim Bellus oder beim Kronos oder beim Flashy. Und alle genannten finde ich persönlich jetzt nicht so umwerfend stark. Von den genannten ist der Aromamizer der beste. Aber ich finde, er kann immer noch nicht mit den anderen mithalten. Also der absolut geilste, den es jetzt auch bei besserdampfen.de gibt, für kleines Geld in Schwarz, ist der Griffin. Kostet 35 Euro. Und das ist für mich... Das ist wie ein Tröpfler. Das Ding schmeckt fast wie ein Tröpfler. Also der Griffin ist echt eine Bombe. Einziger Nachteil ist, der ist permanent leer, weil da nur 3,5 Milliliter Liquid reinpassen. Das ist der einzige Nachteil. Verschieden. Karambüse, verschieden. Also meistens Base bestelle ich bei MyE-Liquid und Aromen da, wo sie gerade im Angebot sind. Wapango... direkt bei Sasami, das, was ich halt gerade haben will, das ist super verschieden. Da gibt es keine großartige Faustregel. Ich würde noch hier oben kommen und ich stehe hier oben. Das ist ja schon mal nicht ganz falsch, aber da sehe ich auch nichts. So. Scotsman. Kommt nicht bis da hoch. Ich würde sagen, wir gehen hoch. Auf der anderen Seite runter. Und gucken wir mal. So der Plan. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Achso, ich habe noch gar nicht gespeichert innerhalb der Mission. Das kann ich nochmal eben tun. Speichern, ja. Für den Fall, dass die Mission nur an ein paar Punkten kacke läuft. Sunny kommt bis zum Arsch der Welt. Und Yosuka auch. Und fucking Awesome auch. In Ordnung. Markus ist Griffins? Ja klar, die schmecken wunderbar. Richtig schön klarer Geschmack. Oh, Donna Clara. Und ab geht's. Der Profi-Sunny. Aus. Ich frage mich gerade, warum der Scotsman nur so eine kleine Reichweite hat. Also, irgendwann falsch gelaufen. Okay. So, gehen wir alle mal aufs Dach. Ziehen wir erstmal Scotsman hoch. Spurte los. Und wir haben kein Zeitlimit, das ist schon mal die gute Sache. Zumindest bis jetzt noch nicht. Kann sein, dass das noch kommt. Aber im Moment kein Zeitlimit. Befehl bestätigt. Wir kommen hier runter. Da gucken wir nachher runter. Bewegung, Bewegung. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Verstanden. Halte die Augen offen.
Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Bin dabei. Jawohl. Position bestätigt. Hey, hat das jemand gehört? Ja, das habe ich gehört. Ist ja verflucht weit. Ja, wobei, so weit ist es gar nicht. So, wir geben uns jetzt mal Viva Vision. Mit dem Sniper, aka Yosuka. So, wir kommen auch hier runter. Ja, da ist die Leiter. Oder wir können uns hier einfach einen abseilen. Das geht schon irgendwie. Das ist quasi die gerade Linie, ne? Das heißt, wir gehen genau hier hin. Ziehe los. Und haben da ein bisschen Vision. Eine feindliche Patrouille. Check. Scotsman. Befehl bestätigt. Fucking awesome. Wechsle Position. Devino Devil. Der Zielposition. Der Profi-Sani. Roger. Und der Estus-Dealer. Der hat kein gutes Feld. Aber vielleicht braucht er das auch nicht. Wenn ich von hinten drauf schieße, sind die beiden platt. Dann bin ich hier vor der Einrichtung. Ja komm, wegmachen muss ich die eh. Wegmachen muss ich die eh. Die Frage ist, ob ich für die eine Granate opfern möchte. Ich habe nur kein gutes Feld. Ich nur Vision. Aber wir können ja direkt mal mit ihmchen den Kettenschuss probieren, wa? Er braucht aber zwei Aktionspunkte, glaube ich. Nähere mich der Zielposition. Nee, doch nicht. Keine Granate. Biete Feuerschutz. Bestätigt. Überwachung läuft. Biete Feuerschutz. Gebe Feuerschutz. Scanne Gebiet. Naja, der hat den Boni. So. Zwölf bis 16 Schaden. richtig fett. Frage ist, was kommt jetzt als nächstes?
Ist ja eigentlich ein bisschen Overkill, ne? Der Kettenschuss für den. Zumal alle auf Feldposten sitzen. Da krieg ich ja schon so. Deswegen ist der Kettenschuss ja oversized gewesen. Thank you. Oh mein Gott, Vandorio. So habe ich mir das vorgestellt. Habt ihr das gesehen? Vandorio und Pöbel, danke für den Host, beziehungsweise das Vorbeischauen. Und willkommen bei einer Runde XCOM, meine Lieben. Dankeschön für den Host und willkommen. Eieiei, Dede sei gegrüßt. Und Sparkix natürlich auch. Oh man, ja, das war schon mal nicht schlecht. Aber jetzt müssen wir hier irgendwie rüberkommen. Das heißt, spielen wir noch eine Runde langsam. Und laden einmal nach. Ich meine, wir haben alle Zeit der Welt. Machen wir, würde ich behaupten. Wir laden nach. Ich bin bereit. Bestätigt, Überwachung läuft. Und laden nach. Und weiter geht's. Bestial, komm gut ins Bett, mein Lieber. Biete Feuerschutz. Gebe Feuerschutz. Bestätigt, Überwachung läuft. Mir entgeht nichts. Und das kannst du halt machen, wenn du halt kein Zeitlimit hast. Dann kannst du halt einfach nachladen, Feldposten, kannst halt rüber spielen. Feuerschutz. Und vielleicht mal die Aliens kommen lassen. Wo wir aber nichts hören und nichts sehen. Eventuell sollten wir doch den Gefechtsscanner irgendwann mal mitnehmen. Wäre vielleicht gar nicht mal falsch. Stefan, sei gegrüßt. Bist ja heute ins DLC, ne? Bei The Following oder in The Following mal reingegangen. Auch halt mehr Vision. Scanne Gebiet. Mir entgeht nichts. Scanne Gebiet. Scanne Gebiet. Feuerschutz. So. Der Kopf ist nirgendwo. Hoffentlich lohnt sich das. Gehen wir mal runter gucken. Und Pizzamrator. Ja, mache ich die PN, check ich. Auf jeden Fall. Bis morgen. Würde mich freuen. Da können wir immer auch so schnacken. Ich dachte, wenn du irgendwann Bock hast. Ja, stimmt. Morgen ist streamfrei. Morgen fällt es ausnahmsweise aus, weil ich im Stadion bin. Komm einfach mal auf den TS-Server. Ja, gib mal Ausrufezeichen TS einer an, ein, dann soll er sich halt speichern. Schau einfach mal auf den TS vorbei. Wir spielen meistens nach den Streams immer noch eine Runde Heroes of the Storm. Feuerschutz! Da draußen ist etwas! Genau, Steam haben wir uns ja auch, das stimmt. Wobei, da haben wir ja auch schon lange nicht mehr miteinander geschnackt. Bitte Feuerschutz! Na los, zeigt euch! Feuerschutz! Na los, zeigt euch! Mir geht nichts! Oh, ich geh schon. Moment, sind das... Leichen. Nee, doch nicht. Die Behälter, die Züge, die ganze Einrichtung. Die Aliens entführen immer noch Leute. Sie haben nach der Invasion wohl nie damit aufgehört. Der zweite Durchgang läuft deutlich besser, Stefan. Also blind ohne Reload zu spielen ist Hardmode gewesen. Bis jetzt ist nur einer gestorben vor zwei Missionen. Und diesmal läuft es halt deutlich besser. Jetzt weiß ich halt, wie das Spiel funktioniert. Bis hierhin.
Feuerschutz! Gebe Feuerschutz! Bestätigt, Überwachung läuft. Was ich jetzt mache, ist oben Feldposten und unten erstmal bis zum Kontakt scouten. Ist es auch sicher? Aber ich finde nichts. Scanne Gebiet. Das ist halt dumm. Bestätigt, Überwachung läuft. Feindliche Aktivität. Und nachher sind sie zu weit. Ich hätte jetzt gedacht oder auch gehofft, dass sie in meine Richtung kommen. Dass ich sie von oben wegsnipern kann, von einer guten Posi. Wie gesagt, ein Feld kann ich eventuell noch moven. Und dann bin ich schon fast außer Range. Wie gesagt, zu weit darf ich jetzt nicht gehen. Nämlich jetzt wäre schon fast Ende. Das heißt, wenn da hinten die dicken Moped-Männer stehen, nützt mir das Ganze nämlich gar nichts. Das heißt, ich muss jetzt langsam schon runtergehen. Das ist schade. Das ist schade. Aber das kriegen wir eventuell jetzt einigermaßen zügig hin. Weil die können jetzt ja hier hingehen. Allerdings dann jetzt ohne Feldposten. Wobei da die Frage ist, ob das sinnvoll ist. Ich weiß halt nicht, wie groß die Range ist. Mach das, mach das, mach das, Lächler. Aber die sind wirklich hier drin. Das kann ich halt auch nicht, ich kann die Reichweite der normalen Waffen nicht einschätzen. Ich glaube, ich muss langsam nachrücken. Ein Feld, nur eine Runde. Na komm, nur eine Runde. Na los, zeigt euch! Scanne Gebiet! Mir entgeht nichts! Na los, zeigt euch! Biete Feuerschutz! Was ist da drüben? Was ist da drüben? Was ist das? Wart. Habe Blickkontakt zu einer Advent-Stellung. Was? Wo? Wen? Warum? Ach so. Der Rest ist echt out of range. Alter. Jetzt ohne Witz. Die sind alle oben out of range. Schon mal gesagt. Hoffentlich lohnt sich das. Oh Gott. Geschrieben Schaden. Ich wollte schon sagen, wie soll denn das bitte gehen, dass der auf mich schießt und ich nicht auf die? Das kann überhaupt sonst nicht gehen. Also das wäre jetzt sonst auch ein bisschen komisch gewesen. Das wäre sonst auch ein bisschen komisch gewesen. Also hier steht schon mal ein ganzes Grenadierbataillon. Alter Schwede, der hat ja gut einen ausgekeult. Der hat ja richtig einen ausgekeult. Eieiei. Schon jemand Walking Dead Michonne gespielt? Ich glaube, der Ersteindruck von vielen, zumindest habe ich so gelesen, war nicht ganz so geil.
eine Viper. So, wir haben auf jeden Fall Heilbedarf. Das steht ja fest. Das können wir ja auch schon mal machen. Gremlin, medizinische Protokolle. Genau, weil der da auch ungeschützt steht. Das stimmt, das stimmt. Den muss ich dann wegziehen. So, wir fangen mit Granaten an. Achso, wir können ja hier schon mal Granaten. Ah ne, machen wir nicht, weil dann wäre die Runde zu Ende. Wie weit kann denn fucking awesome Granaten? Wir machen erstmal lieber eine Granate mit Granate. Sprengschuss? Brauche ich nicht. Imitationsgerät? Brauche ich nicht, ich will alles töten. Alles. Töten, ich komme nicht so weit. Doch, ich komme so weit. Komme so weit nicht. Wo steht der denn? Oh, der steht auch am ganz hinteren Ende. Ich komme da wirklich nicht hin? Was ist das denn bitte für ein Granatenwerfer? Taucht ja gar nichts. Doch da, aber da mache ich keinen Schaden. Könnte halt nur die Deckung wegsprengen, aber das nützt nicht viel. Ist ja ziemlich doof. Was trifft denn der Profi, Sunny? Vorne steht auch noch einer. Okay, die kommen auch nicht so weit. Ja, aber ohne Witz, Mann. Wieso komme ich denn mit der Granate so weit und mit dem Granatenwerfer nicht? Irgendwie ein Fehler im System. Das muss ein Fehler sein, Freunde. Ich will nicht zurück. Die Kamera springt immer zurück. Oh, das ist mir zu fricklich. Ich muss ganz kurz blitzwinkeln. Blitzwinkelhype! 30 Sekunden. Bin gleich wieder da. So. Ist Stefan noch da? Die Frage ist, wieso geht das nicht? Weil die Granate hier irgendwie abprallt oder so. Ja, komischerweise, so geht's aber irgendwie, aber ich sehe so nicht, ob die rot sind. Ja, ich glaube, die sind rot. Das ist jetzt schon wieder Mal nach Zahlen, Freunde. Das ist Mal nach Zahlen. So, einmal schnell speichern. Und dann einfach nochmal gucken. Ja, da wo ich sehe,
geht's nicht nach hinten. Das ist so super. Das Spiel zwingt mich irgendwie jetzt hier zu raten. Nimm das! So. Okay. Davy. Noch einer. Den hab ich gesehen. Oh, Kamera. Bleib stehen. Ja, jetzt noch ein nach unten. So, bitte genau so. Köpfe runter! So. Wir haben fucking awesome. Fucking awesome. Prozent hat der Scotsman und der Profi-Sani 79. Muss mich zusammenreißen. Ja, da wäre ich auch von Fan von. Schlange laufen. Du warst kein Gegner für mich. Tod von oben. Ah, das heißt, aber schießen könnte ich jetzt nur noch mal. Ich kann jetzt halt in Pistolenfeuerschutz gehen oder irgendwelche Sachen machen, mich bewegen. Aber ich könnte nicht noch mal schießen. Doch, Pistole könnte ich noch mal schießen. Also, Tod von oben heißt, ich kann tatsächlich dann noch mal. Einfach 30 Millionen Leben. Und sehen tut ihn nur der Sniper und der Profi-Sani. Da waren doch aber noch zig Millionen andere dabei, oder?
Der Sniper sieht ihn für 98. Jetzt nicht die Welt. Kriege ich Holo-Zielen drauf? Das wäre eventuell noch dann nochmal weit, wo ich 15 drauf kriege. Tod von oben kann ich zweimal schießen. Der Sniper trifft mal, ist ja unfucking fasslich. Holozielen von. Nicht von Hatebreed, von Apollo. Wo habe ich Vision? Da habe ich keine Vision. Da habe ich keine Vision. Da habe ich keine Vision. Da hätte ich Vision. Aber steh offen. Sehr offen. Da habe ich aber auch Vision. Das gefällt mir besser. Und los geht's! %34. Ziel ist aktiv. Dann haben wir noch den Yosuka. Dann haben wir den Scotsman. Wir haben noch fucking awesome. Fucking awesome, wo ist der denn? Da hätte er Vision. Hier nicht. Da auch nicht. Nur hier. Schlecht. Konzentriere dich. Hoher Munitionsverbrauch. 3 Schaden würde ich eh machen. Medium Rare könnte noch Feuer und das Scotsman und Devino Devil. Devino Devil könnte auch noch. Aber die Deckung ist nicht weg, das ist eigentlich Blödsinn gewesen, aber egal. Immerhin sehe ich jetzt ein bisschen was. Der Profi-Sunny hat eine Trefferchance und macht sowieso 3 Treffer. Mhm.
kein Gegner für mich. Munition ist gleich alle. Feuerschutz. Leben noch alle. Mensch. Leben noch alle. Ja, schon mal ein gutes Ding. Jetzt kann ich mal auf den Chat gucken. Ihr redet über Musik. Ihr redet über Keys. Steam Keys, keine Ahnung. Ah. Ilika, danke nochmal und komm gut ins Bett, mein Lieber. Ja, so viel habe ich ja gar nicht verpasst. Ihr wart eigentlich auch recht still. Von daher, super. Also ich glaube, bis jetzt haben wir das gut gelöst. Bis auf die Kanone, die hier oben stand, wo ich im Moment keine Vision drauf habe. Das heißt, wir machen einmal die große Nachladerunde. Nachgeladen. Feuerschutz. Weil wegen einmal nachladen. Ich bin bereit. Bestätigt. Überwachung läuft. Oh ja. Biete Feuerschutz. Bin dabei. Nachgeladen. Und alle danach auf Feldposten natürlich. Nachgeladen. Gebe Feuerschutz. So. So. Dann können wir weiter vormoven. Ich hab Angst. Mir entgeht nichts. Bin dabei. Bin dabei. Mir entgeht nichts. Na los, zeigt euch. So, weil die Frage ist, wo waren denn diese komischen Alien-Gurkenmänner? Oh, ich gehe schon. Ding trifft mich, ne? Das ist ziemlich kacke. Wie gehe ich denn da vor? Ich muss quasi meine Leute hier hinkriegen mit den Zügen und dann das Ding da oben kaputt schießen. Hilft ja alles nichts. Also ich muss ihn jetzt nochmal zurückziehen. Und hier so in dem Feldradius habe ich dann die Chance drauf zu schießen. Ich muss quasi mit dem ersten Schritt rein, dann drauf schießen, das kaputtbolzen und das muss klappen. Anders wüsste ich nicht, wie ich das spielen soll. Also nochmal zurück. Was ist da drüben? Ja, so muss ich spielen. Ja, wie John schon richtig sagt, mindestens 8 Minuten, bis die Mission durch ist. Legen wir endlich los. Advent hat sein Zugnetzwerk auf jedes Stadtzentrum ausgeweitet. Das hier scheint das Ende zu sein. Zumindest in diesem Gebiet. Na los, zeigt euch! So, Apollo. Jetzt komme ich. Mir entgeht nichts. Du bleibst oben. Scanne Gebiet. Gebe Feuerschutz. Fucking awesome. Ja, komm, du kommst hier einfach auch ran. Bewegung, Bewegung! Mit dir habe ich noch 2 Felder. Ja, wunderbar. Genug gewartet.
oh, 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 oh. Bin ich jetzt mit dem zu nah dran? Davy hat noch volles Leben. Also ich behaupte mal, wenn ich es sehe, kann es mich auch sehen. Aber gut zu wissen, dass ich es da schon sehe. Das heißt, ich gehe jetzt hier nochmal zur Seite. Endlich! Und jetzt fangen wir an. Wir nehmen Davy. Ne, wir nehmen den Estus-Dealer. Ne, doch, klar. Der weiß, wo es lang geht. Endlich! Und der kann jetzt den Cat'n'Jaws machen. Eventuell, wenn er trifft, schießt er nochmal. Wenn er nicht trifft... Moment. Schießt mit 15 vermindert. Wenn du das Ziel triffst, schießt du automatisch nochmal drauf. Oder ich treffe für 70. Ne, wir machen es ganz konventionell. Dafür ist die Chance zu gering. Der andere müsste auch Holo-Zielen haben. Das wäre gut. Genau. Ziel getroffen. Minimaler Schaden. Das heißt, der Profi-Sani kann einfach draufschießen. Und macht 3 Schaden. Einer geht auf die Rüstung, 2 gehen raus. Moped Ding kaputt. Ah, der hat sogar nur eine Rüstung. Okay, dann kommt der Profi-Sani hier hin. Genug gewartet. Genau. Dann ist das Ding nämlich weg. Habt ihr das gesehen? Dann ist das Ding nicht. Feuerschutz. Und wir können mit denen einfach nochmal warten. Na los, zeigt euch. Feuerschutz. Mir geht nicht. Und gleich nachladen. Genau, einfach nochmal nachladen. Holen wir sie uns. Gebe Feuerschutz. Nachladen. Bereit für den Angriff. Gebe Feuerschutz. Bin dabei. Biete Feuerschutz. Scanne Gebiet. Bestätigt. Überwachung läuft. So, wir speichern nochmal, weil es bis hierhin ja ganz gut läuft. Würde ich sagen, wa? Oh mein Gott. Das ist ja eine Monstermission. Wie viele Aliens sind denn hier noch? Kann ja nicht mehr so viel sein. Wir ziehen jetzt mal von hinten nach. Der oben bleibt auf Feldboss, das ist klar. Von hinten. Wen haben wir denn hinten? Hinten ist der fucking Awesome. Fucking Awesome kommt nach vorne. Aber wohin? Fucking Awesome geht mal nach hier. Jawohl. Legen wir endlich los. Mhm. Und los geht's! Bestätigt, Überwachung läuft! Der Profi-Sani. Jetzt komme ich! Scanne Gebiet! Schon dabei! Ein Geräusch. Na, wir müssen mal anklopfen. Wir müssen mal anklopfen. Ich bin völlig humorlos. Nur sarkastisch, Dr. Planlos. Nur sarkastisch. Und ironisch. Oh Mann. Mir entgeht nichts. Fucking Awesome an die Front. Und geh's morgen wohl den zweiten Mal lieber. Gebe Feuerschutz. Du Profi, Sonny. Hm, gefällt mir alles hier nicht.
endlich. Feuerschutz! Die Fusis sind alle nicht gut. Legen wir endlich los. Feuerschutz! Ist es auch sicher? Ja, natürlich ist es sicher. Vertrau mir. Hallo, zeigt euch! Alles war sicher hier. So sicher wie ein Sicherheitsschloss. Ist hier eigentlich noch eine offizielle Tür? Nee, ne? Eine offizielle Tür wäre da hinten gewesen. Wir gehen natürlich wieder durch den Noteingang. Genug gewartet. Feuerschutz! Da drüben hat sich was bewegt. Also direkt dahinter. Aha. Oh, Kacke. Oh, Kackelappe. Happe, Kackelacke, Pappe, Lappe, Happe, Happe, Schnappe. Schon mal gut. Ja, schon mal gut. Wenn er jetzt nicht Bum-Bum macht. Haben es mit Edwin zu tun. Daneben. Yosuka aus der Tiefe. Beim nächsten Mal treffe ich ihn. Yosuka aus der Tiefe. Bumschakalacke. Macht jemand Striche? Das sieht interessant aus. Bumschakalacke. Bum. Bum. Eieiei. Da haben wir den mal direkt instant weggerollert. Ah. Boah, die Mission ist so spannend, Freunde. Seid mir nicht böse, wenn ich gerade ein bisschen weniger auf den Chat achte. Meine erste schwere Mission und die ist echt nicht leicht. Holla die Waldfee. Holla die Waldfee. Du weißt doch, Yosuka, das heißt nicht Camper. Du bist Sniper. Sniper haben die Ausrede. Das ist bei Snipern nie campen. Alle anderen campen, nur die Sniper, nicht die Snipern. Oh Mann. Devi steht da rum. Aber wir können da einfach mal ein bisschen reingranaten, wa? Würde ich behaupten. Wenn da jetzt nicht die Hölle los ist, macht der Devi... Ach, der Devi hat gar keine Granaten mehr. Muss ja dann der, wer muss es denn richten? Wobei der, Scotsman könnte das machen. Der Scotsman geht mal vor. Okay, bin unterwegs. So viele Opfer mit ungeheuer brutaler Effizienz verarbeitet. Vielleicht als Testsubjekte für eine Art von Waffe. Sieht eher nach einer Raffinerie aus, Doktor. Danke und gute Nacht. Sobald wir diese Probe haben, werden wir es wissen. Mhm. Die da hinten ist aber nicht getriggert, die Reaper. Die ist noch nicht getriggert. Der Profi, Sunny, der macht einen Schaden. Den nehmen wir als letztes. Wir haben Apollo, der macht auch einen Schaden. Ja, wir kriegen beide definitiv kaputt, das ist nicht das Problem. Wir brauchen nur Vision und dann sind sie down. Den Rest können wir gut positionieren. Yosuka sieht hier hinten nichts. Wir müssen Yosuka jetzt, glaube ich, nachziehen. Weil ich keine Line of Sight mehr habe. Also Yosuka kommt jetzt hinterher. Der sprintet jetzt hier. Go, go. Wird gemacht. Weil da drin ist noch die Viper und, ja, seid. Arsch. Ihr habt eure Quotes. So, wir haben fucking awesome. Eventuell kriegen wir den noch in Posi. Haben wir hier noch eine gute Posi? Hier, fucking awesome. Ja, das sieht doch gut aus, oder? Ich weiß nicht, ob ich da Vision habe. Gucken wir mal. Bin unterwegs. Bin ich an meinem Feldposten. Na komm, Feldposten. Bin dabei. Der Profi-Sunny. Oh, eventuell kriege ich mit dem gar keine Vision.
Das wäre natürlich jetzt kacke. Oh, das ist nicht gut. Da kriege ich Wischen. Legen wir endlich los. Ist das Dino? Baby? Wie wollt's mal rum? Habt ihr das gesehen? Ich muss bald nachladen. Astro Stealer macht auch einen Schaden, definitiv. Ist egal, er ist ja trotzdem tot. Kein Gegner für mich. Habe kaum noch Munition. Der Profi, Sunny. Bin dabei. Gut, wir haben gesehen, dass hinten Minimum noch eine Viper hier steht. Die hat uns das Spiel gerade quasi geteasert. Die steht hier in der Ecke. An dem Raum. Das heißt, wenn wir hier jetzt rumgehen, kommt noch irgendwann eine Viper. Minimum. Wahrscheinlich noch zwei Klötzchenwerfer. Alles gut, Spike. Alles gut. Ist ja heute alles chillig. Passt. So. Das Einzige, was ich noch gerne hätte, bevor ich jetzt großartig weiter nach vorne gehe, wäre der Loot. Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Wir können uns den Loot schnappen und zurücksprinten. Das würde funktionieren. Ich glaube, das gucken wir uns auch erst einmal an. Dann können wir uns nämlich immer noch positionieren. Aber den Loot nehme ich mit. Oh, ich gehe schon. Ein Mehrlader, was immer das ist, habe ich. Jawohl, es ist hier. Fiole aus der Geheimeinrichtung stehlen. Entkomme mit Fiole aus der Geheimeinrichtung. Evakuiere alle XCOM-Soldaten. Was habe ich jetzt hier anvisiert? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas? Irgendwen? Irgendwas? Kann ich hier in die Luft jagen? What? In the butt? Wir gehen erstmal zurück. Lass die anderen nachladen. Was ist da drüben? Deckung. Volle. Dann kann ich mir nämlich erstmal hier schöne Posis suchen, schon mal mich hier hin positionieren. Und los geht's! Und dann können wir weiterreden. Na los, zeigt euch! Nachladen. Waffe geladen! Bin dabei! Du lädst auch einmal nach, das beendet ja nicht die Runde. Es kann losgehen! Genau, dann geht's weiter. Endlich. Ich habe ein neues Paar Schuhe. Gratulation, Fabian. Bist du noch auf Arbeit? Roger. Bestätigt. Überwachung läuft. Nachladen. Schöne rote Pumps. Santor 4, sei gegrüßt. Waffe geladen. Das ist gut. Dann können wir nämlich weitergehen. Und zwar würde ich sagen, gehen wir mal bis hier. Endlich! Gut. Das sieht ja gut aus. Wir ziehen fucking awesome erstmal von hinten rein. Nicht fucking awesome, Yosuka. Weiter rein. Ich glaube, hier kann ich ja komplett snipern, wenn ich stehe. Müsste ja gehen. Den Rest Feldposten war immer noch durch. Bestätigt. Scanne Gebiet. Gebe
Gebe Feuerschutz. Na los, zeigt euch. Hier ist etwas. Naja, natürlich ist da was. Eine Viper, das wissen wir ja. Wir speichern nochmal. Ich habe jetzt so oft gespeichert. Egal. Speichern, annehmen. Bis dahin, alles gut. Wenn das Spiel jetzt nicht eskaliert, bin ich zufrieden. Darfst du fragen, werde ich aber nicht beantworten, Motte. Da bin ich genau wie Funk Royal. Das sind andere externe Auftraggeber, die möchte ich einfach nicht preisgeben. Das ist halt einfach. Ist halt einfach so. Das werde ich jetzt nicht nennen. Wann hast du denn wieder frei, Fabian? Ja, ich stream ja erst Montag leider wieder. Wir bewegen uns langsam weiter vorwärts. Bestätigt, Überwachung läuft. Bin unterwegs. Na, wir machen noch keine großen Schritte, nur Babyschritte. Babyschritte nach vorne. Nur Babyschritte. Endlich. Biete Feuerschutz. Hallo, biete Feuerschutz. Mir geht nichts. Was war das? So, ich muss komplett. Wo ist denn die Irak-Zone? Die ist dahinter, ne? Das heißt, wir müssen hier durchs Gebäude durch. Schnappen uns hier die Fiole. Und bauen uns am besten hier einen Ausgang. Und die Evac-Zone ist da hinten. Weiß nicht, wo hier ein Ausgang ist. Eventuell müssen wir uns hier komplett auch noch einmal irgendwas in die Luft sprengen. Das kann ich im Moment noch nicht einschätzen. Hier durchs Fenster oder so. So. Ja, dann gucken wir mal los, wa? Biete Feuerschutz! Profi Sunny? Hier entgeht nichts! Na los, zeigt euch! Feuerschutz! Bestätigt, Überwachung läuft! Hoffentlich lohnt sich das! Menes 1-5, Sie haben den Doktor gehört. Den Kanister sichern. Mhm. Mir entgeht nichts. Daneben. Daneben. Das war nichts. Okay, aber zumindest. Noch eine Viper. Zwei Vipern und ein... Drei, weil gestreift, also daneben. Acht und tot. Willst du noch mehr? So, die Frage ist, wie kommen die hier rein? Die sitzen ja jetzt hier hinten drin. Aber die Viper haben wir gut ausgeschaltet. Das ist schon mal schön. Das ist ja schon mal schön. Ich weiß nur nicht, von wo die jetzt kommen. Also ich würde meinen, wenn hier durchs Fenster, wa? Oder vielleicht von hier hinten. Das wäre natürlich super edel. Super kacke, kacke, kacke wäre das. Entschuldigung für die Wortwahl. Ja, wir gehen einfach mal weiter mit Feldposten vor. Genug gewartet. Ich hoffe einfach inständig, dass die... Das Einzige, was sie nicht tun,
ist, dass sie mich mind-controllen. Von draußen. Bin dabei. Das wäre ziemlich fies. Ob sie das können? Keine Ahnung. Du hast noch volles Leben, Devi, ne? Devi? Hast volles Leben? Ja, Devi hat volles Leben. Und los geht's! Bitte Feuerschutz! Fucking awesome! Begebe mich zu dieser Position! Scanne Gebiet! Ist es auch sicher? Bestimmt. Bestimmt. Na los, zeigt euch. Ah, da ist das Alien. Der ist egal. Er ist geschützt. Deswegen ziehe ich den immer als erstes. Der hat die Gedankenkontrollmaske. Wenn er den jetzt grabbt, wäre das kacke. Bin getroffen, bin getroffen. Das wäre okay. Damit kann ich leben. Noch. Ne, jetzt weiß ich, wo beide ungefähr sind. Die Frage ist, kann ich so weit Granaten? Nein. Oh, ich weiß halt nicht, ob die Wand da hinten kaputt geht. Das wäre zum Beispiel auch was ich nicht weiß. Ob das, wobei, das ist dieselbe Wand wie hier, ne? Krieg ich die Wände weg? Ja. Ich würde sagen, ja. Die Wände gehen weg. Das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Gut gesagt, gut. Dann gucken wir nämlich, dass wir die Wände wegkriegen. Und sehen tut's im Moment nur der Scotsman. Speicher. Einmal schnell. In der Hoffnung, dass ich die jetzt wegkriege. Und los geht's! No risk, no fun. Ja. Ja. Kaufe ich. Ich glaube, da haben wir auch unseren Ausgang. Wir haben uns mal den Ausgang gebaut. Oh, das Vieh nervt. Jetzt komme ich. Ist leider außer Reichweite. Nächste Runde. Der Profi-Sani, der heilt. Das ist klar. Der muss als erstes heilen. Auf den Estus. Nein, auf den Hound Dog. Auf den guten Hatebreed. Na los, heilen! Devi, Hatebreed, Devi. Devi hat eine gute Position hier. Und der hat noch eine Imitationsgranate. Mhm, dann nehmen wir erstmal fucking awesome. Du machst einen Feldposten? Kannst ja sonst nicht mehr machen, ne? Ein Feld nur noch, ja, passt. Scotsman bleibt da. Fucking awesome. Du hast noch ein schönes Gebiet. Hier. Da ist noch ein schönes Feld.
Auf geht's! Die Granate macht 3 Schaden, ne? 3 bis 4. Das reicht nicht. Feind neutralisiert! Nicht das. Wie geschreift. Heißt es geschreift? Distanz? Nicht schlecht. Ich glaube, es ist tot, ne? Es ist tot, würde ich behaupten. Es ist tot. Es lebt nicht mehr. Es ist tot. Und Devi hat noch 2 Felder. Und wie viele Aktionspunkte? 2. Oder? Auf ich. Genug gewartet. Gebe Feuerschutz. OP, Laserschwert ist OP. Ja, wobei ausgleichende Gerechtigkeit, weil der komische Muton-Mann Chris mich da auch durch die Wand kaputt gehauen hat. Der hat einfach auch durch die Wand mich gefistet. Irgendwie 8 Schaden. Moment, ganz kurz noch was zu trinken. 30 Sekunden Blitzpinkeln. Und dann geht's noch weiter, bis die Mission zu Ende ist. Bis gleich. Lauf nicht weg. Und Reh. So. Dann gucken wir mal weiter. Ich rücke weiter vor. Fass das Gerät noch nicht an. Der Gerät fasse ich noch nicht an. Ich fasse Gerät erst an, wenn wir alle in der Nähe sind und dann flüchten können. Und los geht's! Feldposten? Bestätigt. Überwachung läuft. Erstes Dealer. Legen wir endlich los. Feuerschutz. Du hast eine gute Pose eigentlich, ne? Aber so weit hinten will ich dich gar nicht haben. Komm, du machst mal einen ganzen Sprint nach vorne. Bin schon dabei. Du bleibst da. Bewegst dich kein Millimeter. Bitte Feuerschutz. Fucking awesome. Geht nach vorne. Position bestätigt. Gebe Feuerschutz. Devi. Jetzt komme ich. Na los, zeigt euch. Gut. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier rüber. Frage ist, hier ist einfach nur Botanik, ne? Da ist nichts. Die Frage ist, ob noch ein Alien-Pack kommt. Werden wir jetzt rausfinden, würde ich behaupten. Ich speichere nochmal. Ich gehe davon nämlich aus, dass noch ein Pack kommt. Was ich mir jetzt hier vorstellen kann, was man spielen könnte, um mal kurz ein bisschen Taktik zu machen. Ich gehe davon aus, im Moment ist kein Alien mehr auf der Map. Das heißt, was ich tun könnte? Ich könnte mein gesamtes Squad außer den Ranger schon hier zur Evac-Zone bringen. Der Ranger wird dann einfach
das Ding aktivieren, dann fallen die Aliens vom Himmel und wenn du dann mit dem Ranger geskillt hast, dass du einmal pro Mission zurück in die Verborgenheit kommst, drückst du den Knopf, bist mit dem verborgen, gehst einen großen Bogen hinten rum und lässt dich evakuieren. Das könnte funktionieren, dass du halt mit dem Ranger quasi das letzte bisschen jetzt solo machen könntest, wenn er zurück in die Verborgenheit kommt. Das könnte funktionieren. Anja, komm gut ins Bett, meine Liebe. Aber wir machen jetzt Folgendes. Wir schnappen uns... Wir setzen alle auf Feldposten. Feuerschutz! Feuerschutz! Bestätigt, Überwachung läuft! Feuerschutz! Bin dabei! Und mit dem holen wir das Moped. Ich gehe schon. Knopf drücken. Ich habe es. Das da drin wird wohl kaum Wasser sein. Shen, irgendwelche Messwerte? Keine Zeichen von Radioaktivität, keine Energiesignaturen jedweder Art. Was es auch ist, es ist ungefährlich. Manus 1-5, wir haben die Beschaffung der Probe bestätigt. Rücken Sie zum Evakuierungspunkt vor. Sie haben Verstärkung gerufen. Genau. Das ist halt klar. Was ist da drüben? So, was sehen wir? Ein weißer Botter und zwei Schild-Heinis. Oh, zwei Botter. Haben es mit Edwin zu tun. Nun ja, die Frage ist, ob wir die jetzt einfach kommen lassen. Ich meine, wo wollen die rein? Hier hinten? Könnte sein. Maybe, 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 maybe they put a little happy ambush here. Or a happy little ambush there. Maybe. Who knows? Oder sie warten da bis zum Ende aller Tage. Ich will jetzt nur nicht klumpen. Klumpen wäre nicht gut. Hier nochmal. Der Profi-Sani geht auf jeden Fall. Endlich! Bitte Feuerschutz! Genug gewartet! Geht nichts. Genug gewartet. Mir entgeht nichts. Scanne Gebiet. Mhm. Schon unterwegs. Bestätigt. Überwachung läuft. Und los geht's. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Na, wir gehen. Wir gehen. Warum hat mir das keiner vorher gesagt? Da gehe ich mal wieder weg. Da will ich nicht sein. Da ist böse. Ich hoffe mal, das Moped sieht uns nicht, wenn wir hier vorbeigehen. Verkompliziert den Ausgang. Vor allem, wenn hier oben noch mehr Mopeds sind. Die habe ich natürlich nicht gesehen. Endlich! Das ist ja uncool. Nur ein klein wenig. Wir haben 70%, ne?
Hier oben ist keines mehr. Das wäre nur das da oben. Stört uns das beim Rückzug? Ja, komm, das machen wir kaputt. Ich brauche die beiden Magnetkanonen-Boys. Das ist Devi. Wo ist denn der Estus-Dealer? Da. Genug gewartet. 89%. Das müssen wir wegmachen. Panzerung getroffen. Der Profisani reicht mir. Aber da kann ich nicht schießen. Ich brauche dann den... Das Ding nämlich weg und stört mich nicht auf dem Rückzug. Macht jemand Striche? Reservemunition! Jawohl! Mhm. Bin dabei! Nein, nachladen. Der Profisani kann Stuck, ganz Stuck nach vorne. Jawohl! Die kommen, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Alter, wie viele Felder gehen die? Oh, was ist denn jetzt passiert? Was heißt das? Ich brauche hier Unterstützung! Deckt meine Flanke! Was heißt das? Was ist das? Was hat denn der da für gelbe Pümmels? Was ist das denn? Energieschild. Der Schildträger kann alle Verbündeten in der Nähe ein Energieschild gewähren. Die Schilde brechen zusammen, wenn diese Einheit getötet wird. Ach so. Das ist ja großartiges Tennis für Jung und Alt. Nee, das war an mich. Oh Gott, jetzt eskaliert zum Ende doch noch, oder was? Der Profisani muss sich mal selber heilen. Ja, geile Kacke, Mann. Wie treffe ich den denn? Den treffe ich ja gar nicht. Was ist das denn? Achso, ich ziehe ihn quasi aber dann auch noch irgendwann ab. Ja, okay, das verstehe ich. Okay. Und los geht's! %.
geht noch. Hat aber hohe Ziele. Munitionsverbrauch. Ja, und den einen Schaden habe ich auf Schild gemacht. Okay, unser Sniper. Da hätte er Vision, da auch. Könnte dann einmal mit der Knarre schießen. Jetzt nicht so immer. Kriege ich denn das weggranatet? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich habe jetzt eine Chance von 84%. Wo ich jetzt stehe, wie das gehen soll, weiß ich nicht. Dass er von da angeblich 84% hat. Und fucking Awesome hingegen rum nix sieht. Aber fucking Awesome könnte heilen. Hat aber auch eine Granate. Aber das hier ist keine Deckung. Hier würde ich ihn auch sehen. Und ich könnte eine Granate granaten. Und ich habe noch ein Imitationsgerät. Bestätigt. Rücke aus. Wie das gehen soll, ich weiß es nicht. Ach komm. Ich meine, klar, das ist... Das kannst du mir doch nicht erzählen. Ich meine, klar, es hat gecheatet, aber trotzdem. Aber trotzdem. Ja, erstmal heile ich mich. Heilen! Hab Angst, dass ich von hier irgendwie irgendwas auslöse. Ich könnte ihn von hier wegschnetzeln. Ziemlich OP. Der hat die Imitationsgranate, ne? Mhm. So, du hast 74%. Der Yosuka, der trifft. Biete Feuerschutz. Mir entgeht nichts. Ich weiß halt nicht, wo die anderen sind. Bestätigt, Überwachung läuft. Nein, komm. Was? Ziel verfehlt. Ziel getroffen, minimaler Schaden. Viel mehr halte ich nicht aus. Okay. Ich kann ihn aber stabilisieren. Nein, 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 das ist nicht gut. Das ist jetzt ganz und gar Kacke.
In den letzten Zügen eskaliert's. Aber da stand doch gerade, wenn ich den Schildträger töte, ist das Schild weg. Wieso haben die denn jetzt immer noch ein Schild? Das ist doch beschiss. Wie kriege ich denn jetzt beide weg? Warum kriege ich den Kettenschuss nicht hin? Ja, und die stehen so weit auseinander, Mann. Das hat jetzt auch wieder lustigerweise RNG-mäßig genau die Falschen getroffen. Er könnte ihn wiederbeleben, kommt aber jetzt nicht zu ihm hin. Weil außer Range. Er würde den Zug beenden. Und er hat das Imitationsgerät, was mir eine Runde Leben verschaffen würde. Das ist jetzt schon wieder so Wurstkäse. Ja, keine Ahnung. Und wie gesagt, bei dem steht jetzt auch wieder, wenn ich hier das Schild wegmache, dann ist das Schild weg. Ja, super. Welche Schild? Haben wir ja gerade schon weggemacht. Weil der Schildträger noch lebt, aber da stand doch gerade, dass das der Schildträger ist, als ich drüber gegangen bin. Ach nee, das ist der Schildträger, ne? Ach deswegen, ach Gott. Ja, aber das war doch gerade auch bei dem anderen. Oder nicht? Ich überlege, wie ich das lösen soll. So unter uns Pfadfindern. Sind es auch zwei Schildträger? Ja, ihr wisst alles besser. Ja, schön. Okay, jetzt speichere ich nochmal, weil ich jetzt mal was testen möchte. Und da weiß ich nicht, ob es funktioniert. Spiel 7 speichern. Mein Gedanke war jetzt, der hat auch gespeichert, ne? Wenn es nicht geht, lade ich zurück. Das ist jetzt wirklich ein Test. Mein Gedanke ist, ob ich den tragen kann. Nämlich dann würde ich sagen, ich gehe hier hin. Jetzt komme ich.
Nein, doch kann ich. Einheit tragen. So ein Klotz am Bein. Geh da hin. Endlich los. Nein, er legt ihn nicht ab. Wie dumm ist das denn bitte? Ich rücke aus. Ich kann ihn aber verarzten. Nee, aber er heilt. Er liegt oben drauf und ich kann ihn nicht stabilisieren. Das ist dumm. Das ist dumm. Hätte ich den jetzt am Ende noch ablegen können? Oh, das ist dumm. Dann hätte ich den nämlich jetzt stabilisiert. Er wäre da gewesen. Den hätte ich dann wieder revitalisieren können. Und zwar die Drohne auf ihn schicken. Und der hätte dann wiederum die Imitationsdrohne schmeißen können. Oh. Dann hätte ich nämlich eine Runde mehr quasi erkauft. Aber es geht nicht. Ich kann ihn halt nicht am Ende des Zuges ablegen. Das ist doof. Das ist doof. Das ist doof. Das heißt, du müsstest wirklich, wenn, das Ganze mit dem Runner and Gunner machen, dass der 3 Punkte hat. Also es kostet am Ende nochmal quasi, du musst die Kontrolle über den Charakter haben, um es ablegen zu können. Nee, was nicht richtig ist, ich kann ihn ja stabilisieren. Ich stehe nur leider nicht in der Reichweite dafür und ich kann ihn da nicht hintragen. Das ist halt dumm. Also, das da hintragen bringt nichts. Ich erkenne noch nicht mal, ob das hier geflankt ist oder ob das nicht geflankt ist. Das ist alles hier. Dieses Gebäude ist halb kaputt. Nur noch das Fenster steht da drin. So, weil hier müsste ich den Mob ja sehen. Ja, natürlich sehe ich ihn da und dann kann ich drauf schießen und eine Granate werfen. Eventuell, der ist ja nicht irgendwie in der Deckung eigentlich. Den, was sehe ich denn hier eigentlich? Ich sehe ihn für 74. Ja komm, dann bolzen wir den jetzt weg. Schritt 1. Negativ, Waffe ist leer. Ja, ja, ist okay. So, Was? Hätte mehr als an einem Kettenglied? Welches Kettenglied? Wer hat ein Kettenglied? Gestern glaube ich auch ziemlich kacke. Ja, würde gerne von genau so. Geflankt? Noch tausende übrig. So. Medium Rare muss weg. Das
steht schon mal fest. Die Frage ist, und das verstehe ich nicht, warum er mir sagt, ich sei in keiner Deckung. Weil ich habe doch hier komplett die Räume dazwischen. Die ich zwar nicht sehe, aber die ja irgendwie da sind. Mein Gedankengang, denke, die von dir genannte Kette aus Zügen hatte mehrere Schwächen. Ja, klar, weil es nicht funktioniert. Aber das wusste ich vorher nicht, dass ich ihn nicht ablegen kann. Deswegen wollte ich es ja mal testen. Das wusste ich ja nicht. Wir haben 40%. Das ist jetzt nicht die super edle Suppentrolli-Kacke. Wir haben ihn, den wir heilen müssen. Kriegen wir jetzt nächstens wohin, der muss weg. Ich kann eine Granate werfen, das hilft mir auch nicht. Okay, ich muss erstmal mit dem zurück, dann ist weg, klar. Tempo. So. Und das ist auch der letzte, den ich noch steuern kann. Chancen auf irgendwas Besseres. Hoch komme ich nicht. Na, hier ist ja kein Hoch. Die Decke ist ja mehr oder minder weg. Nein, meine ist eher in Deckung. Hoffen? Hoffen und beten? Er ist jetzt auch der Einzige, der offen steht, ne? Also so richtig offen. Und einen Hit sollte er überleben, hoffe ich. Also komm, wir riskieren's. Mehr kann ich ja eh nicht tun. Nicht gut. Auf wen? Gut, daneben. Daneben. Den unter Beschuss. Daneben kann ich mitleben. So, der Estus-Dealer muss nachladen. Da hilft schon mal nichts. Ja, do it. Ach, die Panik ist entfernt. Das ist super. Dann kann ich auf jeden Fall hier schon mal nachladen. Der hat auch 2 Punkte. Ja, dann kann ich immer noch die Imitationsgranate werfen. Das ist super. Das ist gut. Es kann losgehen. Heilen. Stabilisieren. Das wird schon wieder. Bleib nur bei mir. Stabilisiert und bewusstlos. Also den kann ich tatsächlich nicht mehr steuern. Okay, also ich kann ihn nicht heilen. Okay. Ich hätte einen Kettenschuss auf gar nichts. Oder eine Rauchgranate. Ein Imitationsgerät. Auf 19%. Das ist ja quasi gar nichts. Okay. Machen wir eventuell den Weg frei. Komme ich nicht hin. Okay. Das heißt, ich positioniere mich jetzt einmal gut in der Hoffnung, dass alle überleben.
Na, leider habe ich auch keinen Run and Gun. Leider habe ich gar nichts. Fucking awesome. Wir müssen A mit ihm das. Da, der muss das Imitationsgerät werfen, das ist klar. Da führt kein Weg dran vorbei. Mit ihm könnten wir nichts machen, außer uns nochmal Schutzwaffen. Ist jetzt relativ sinnlos. Ich könnte dementsprechend den Sniper in eine bessere Position bringen für gleich. Wo ich keine Ahnung habe, was hier eine bessere Position wäre. Mit ihm draufschießen. Fucking awesome auch in Posi bringen. Das wäre das Einzige. Ja, das müssen wir so machen. Also das heißt, mit ihm werfen wir schon mal die Imitationsgranate. Das war's nicht vergessen. Wo ist eine volle Deckung? Hier ist eine volle Deckung. Die wird er ja wahrscheinlich nicht instant wegnudeln, oder? Und da hätte ich auch Vision, ne? Ja, der sieht mich. So. Und mit denen suchen wir uns jetzt alle bessere Positionen, dass wir ihn im nächsten eventuell killen können. Wenn er jetzt am nächsten reingeht, dann drehe ich ihn durch. Mache ich denn mit dem Schwert-Moped? 6. Also eine Menge. Und ich würde das von drinnen machen. Und 2 Rüstungen, also hätte er noch 4 Lebenspunkte. Fucking Awesome hat nur noch einen Zug, ne? Sehe ich richtig. Ja, der könnte einfach mit Glück schießen. 19%. Entweder ist er der glücklichste Glücksmops. Machen kann er eh nichts. Granaten kann ich nicht so weit. Also von daher, no risk, no fun. Na, das war klar. Ziel verfehlt! So, du hast 37% und eine Granate. Ich würde sagen, wir Granaten lieber die Granate. Mach dich bereit für eine Überraschung. Ich hätte es erst machen sollen, die Granate. Das war dumm, aber okay. Das war dumm. War nicht ganz so clever. Ich gehe schon. Okay, einen habe ich erwischt. Alter. Was? Die verarschen mich. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst.
No fucking way. No fucking way. Wie soll das gehen, bitte, Freunde? Das ist too much. Ohne Witz, Mann. Das ist zu viel. Wie viele leben noch? Leben tun alle. Es ist ein Witz. Die Mission ist so... Boah, ey. Endlich. Gebe Feuerschutz. Legen wir endlich los. Oh Mann. Bin dabei. Was ist da drüben? Ja, der Bewusstlose, den muss ich mitnehmen. Klar. Ich muss nur erstmal die Mopeds hier kaputt kriegen. So, Advent Bodentruppen! Zum Wachsen! Das ist echt nicht witzig, Freunde. Gebe Feuerschutz. Mir entgeht nichts. Ich lasse ihn kommen. Mir entgeht nichts. Dabei. Zufrieden? Ja. Nein. So weit, so gut. So weit, so gut. Holo zielen. Macht jemand Striche? Oh. Scanne Gebiet. Gebe voll bestätigt. Überwachung läuft. Überwachung läuft. Okay. 76%. Scotsman könnte drauf gehen. Es waren drei Mopeds, ne? Aber der hat Overwatch. Ich habe ihn leider nicht im Visier. Ich kann das Overwatch leider nicht triggern.
blitzschnelle Hände sehe ich leider nicht. Warum auch immer. Der Bewusstlose liegt noch hinten, Tindalos. Ja, ja, alles hinten. Alles noch da. Alles noch gut. Ich überlege jetzt, ob ich riskiere, einen Sniperschuss zu machen und ihn mit dem Mili umzubroten. Oder ob ich ihn einfach kommen lasse. Weil er wird sich ja, wenn, bewegen. Er sieht ja nur... Wen sieht er denn, wenn überhaupt nur? Den Mili. Ist die Frage, ob ich ihn halt einfach nochmal kommen lasse. Speichern. Also wenn das daran jetzt scheitert, dann dreh ich durch. Na komm, Sniper. Yosuka. Do it. Do it. Und keine Muni mehr. Und so weit komme ich nicht, ne? Hier geht nichts. Bin dabei. Feuerschutz. Hier, fang! Feuerschutz. Estus-Dealer. Feuerschuss entfernt. Genau darum ging es mir. Ich habe den Feuerschuss entfernt und ich habe damit Reduzieren aktiviert. Nachladen muss ich eh. Mit schnelle Hände. Waffe geladen. Minimaler Schaden. Ja, deswegen schießen wir nochmal mit Pistole hinterher, ne? Gut. Hat keine Ausnahme, muss nachladen. Nachgeladen. Ich hab doch nachgeladen. So. Ole. Scanne Gebiet. So, Devi holt jetzt mal hier unseren Mann ab. Und ab geht's. Boah, ist das spannend. Ich bin bereit.
Einheit tragen. Wenn es sein muss. Ja, muss sein. Los geht's. So. Ich drücke nochmal einmal ganz kurz F5. Ich behaupte jetzt einfach mal, wenn das jetzt wirklich so hart gescriptet ist, kommt nach der Runde noch eine Verstärkung. Wir müssen jetzt innerhalb der nächsten Runde raus. Die Frage ist, kriege ich ihn innerhalb der nächsten Runde raus? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gespeichert. Wir gucken uns das Ganze jetzt einfach mal an. Bewegung, Bewegung! Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Los, los, los! Was eine Mission, Freunde. Hölle, Hölle, Hölle. Ja, hab ich keine guten Felder. Ja, komm. Instant werden die hier nicht runterkommen. Und los geht's! Okay. Schon unterwegs. Der wird rauskommen. Der wird rauskommen. Der wird rauskommen. Der wird noch nicht rauskommen. Verstanden. Wird erledigt. Noch kein Inferno. Ich habe schon gedacht, hier explodiert alles. Avenger hier, Firebrand. Das Paket ist in Sicherheit. Aber warum die Abwurfzone auch genau neben dem Spawnpunkt ist, das ist so ultra fies, Mann. Das war so fies. Die Mission war so intensiv, Alter. Ey, wir gehen wie Schlotter. Grandiose Mission. Verstanden. Gehen wir. Ich glaube, wir haben es geschafft, Freunde. Ich glaube, wir haben es geschafft. Klar, wenn man das vorher weiß, dass genau da alles so ist, wie es jetzt ist. Stellst du halt zwei Leute, bevor du die Fiole nimmst, hier oben hin. Super easy. Muss man alles nur wissen. Okay, bin unterwegs. Ich bin weg. Ja, ich auch. Alle überlebenden X-Com-Agenten sind in Sicherheit. Firebrand kehrt zur Basis zurück. Oh mein Gott. Mission erfüllt, Commander. Wir haben Advent dort getroffen, wo es wehtut. Dies war ein Ort, den nie ein liebender Mensch hätte sehen sollen. Ich freue mich, dass er zerstört ist. Aber irgendwas sagt mir, dass die Aliens das nicht so leicht hinnehmen werden. 22 Aliens, 3 Verwundete, kein Toter. Alter Schwede, was eine Mission. Super geil. Hat echt viel Spaß gemacht. Puh. Sehr geile Mission.
Spike, Street noch jemand? Oder Robin? So gut wie alle ein Level up. Völlig alle am Sack. So, befördern. Sturm und Schuss, ja, auf jeden Fall, natürlich, bitte. Geht wieder nicht. Lesen wir uns gleich alles durch. Gehen wir einmal raus. Nachdem wir nun das scheinbare Produkt der Geheimeinrichtung gefunden haben, wird es sicher einiges an Zeit und Ressourcen kosten, den wahren Zweck dieser Substanz zu erforschen. Ich beginne sofort mit den Vorbereitungen für eine gründliche Analyse, Commander. Okay. Die Abläufe innerhalb der Geheimeinrichtung scheinen noch besorgniserregender zu sein, als ich zunächst befürchtet hatte. Die Aliens haben zweifelsohne etwas Schreckliches begonnen. Ich überlasse die Untersuchung Ihnen, Commander. Neues Ziel hinzugefügt. Schließe die Forschung der Alien-Verschlüsselung ab, okay. Die Aliens nutzen eine Verschlüsselung, die wir noch nie gesehen haben, geschweige denn verstehen. Wir müssen den Code irgendwie knacken. Aber das wird wohl eine Weile dauern. Ja, das wird eine Weile dauern, denn jetzt wird nur noch gespeichert. Das machen wir alles beim nächsten Mal. Nächste Woche Montag. Nächste Woche Montag geht's weiter. Leider erst. 22 Uhr. Morgen fällt aus, Sonntag fällt aus. Deswegen erst am Montag. Allerdings dann auch direkt Montag 22 Uhr XCOM. Plan haue ich in die Socials raus. Mache ich heute oder morgen fertig. Dann kommt es auf Twitter, Facebook, Google Doc. Dann wisst ihr da Bescheid. Aber wie gesagt, Montag 22 Uhr, da könnt ihr schon mal von ausgehen. Geht's mit XCOM weiter. Was dann auch nächste Woche komplett gespielt wird, schauen wir. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, auch wenn ich die letzte Mission recht still war, weil da musste ich mich konzentrieren. Das war super spannend. Sorry dafür. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mitgefiebert. War sehr, sehr geil, die Mission. Ich danke für